Stay hat verlängert, sehr, sehr schön, sehr, sehr wichtig. Frimpong 1-0. Und das ist 2-0 durch Patrick Schick. Binnenkurt, Kova. Anschlusstreffer, aber die Frage ist ja auch, wo spielen wir in der nächsten Saison? Also Klassenerhalt sollten wir, denke ich mal, schon safe schaffen. Wenn wir in die Europa League kommen, dann bräuchten wir doch entsprechende Spieler. Ja, Mann, wir gewinnen mit 1-0 gegen Stuttgart. 1-0, Tim Breithaupt. Alter, was ist denn das schon wieder? Kova schicken, Kova mitnehmen, Kova Tor! Stark holt jetzt mal schön gelb-rot ab, danke für alles. Ja, komm, Alter, kein Bock mehr. Ja, David Kovnatski, Junge! In der Nachspielzeit, das Tor wird gecheckt, aberkannt. Navigator, Junge, ja! Navigator, Junge! Wir gewinnen in Unterzahl noch 2-1. Ja, Mann, wir gewinnen mit 2-1 gegen Gladbach. Zeschko. Und das 1-0 für Leipzig. Wir verlieren mit 0-1. Philipp Kühn nicht gut. Na, das ist wirklich ein Skandal. Philipp Kühn nicht gut genug. Keinen neuen Vertrag anbieten. Das werde ich jetzt eigenhändig machen. Philipp hat verlängert. Sehr schön, Junge. So, Pavlenka hat verlängert. So, wir haben jetzt unseren ersten Transfer fix damit für den Sommer. Eddie Salcedo wechselt zum SVW. Sehr schön. Clemens Fritz ist weg. Und dafür kommt Felix Krüger als neuer Sportdirektor. Und Babadi wechselt nicht zu uns. Juan Miguel Lataza wechselt zum SVW im Sommer. Und Can Usun bestätigt den Wechsel zum SVW. Leute, wir bauen uns hier ein richtig geiles Team gerade zusammen. Abschluss. Und Kovnatski 1-0. Da sind wir doch. Und 1-1. Lukas Daschner. Aus zu Ende. 1-1. Anes Kadaklia wechselt zum SVW und Melkamu Frauendorf wechselt auch zu uns. Und Miloš Veljković wechselt zu Lutentown. Nick Woltemade schließt sich Paderborn an auf Leihbasis. Ben Krisene wechselt zum SV Werder Bremen im Sommer. Nein, es regnet schon wieder rein. Stopp. Wir gehen rein in die Werder-Karriere, Leute. Ich habe jetzt mal geguckt wieder. Und zwar haben wir Raphael Boré. Aber ich glaube, ich muss euch da nicht zu viel sagen. Raphael Boré war bei uns schlimm. Er war wirklich richtig schlecht. Und ich meine, er hat zwar ganz gute Werte, aber die Leistung in den Spielen zählt für mich mehr als irgendwelche Werte. Und da haben wir jetzt gerade keinen Stürmer mehr. Allerdings hatte ich heute Kontakt mit einem Spieler. Wir haben womöglich einen Rückkehrer. Niklas Goldkrug ist es nicht. Es ist Philipp Kühn. Philipp, hast du Bock zurückzukommen? Bin mir sicher, dass Philipp mit dem richtigen Vertrauen hier in Bremen ordentlich liefern kann. Denn wir gehen jetzt rein. Auf geht's gegen die Bayern. Können wir genauso wie im Hinspiel mithalten? Das ist hier die Frage heute. Ich passe die Mitte und Schmied. Oh, drüber. Damit ist die erste Halbzeit vorbei. Es steht 0-0. Nein, Agu. Das war richtig schlecht. Jetzt doppeln die Musiala. Oh, und das Kane da. Und es steht 1-0 für die Bayern. Boah, und da ist das nicht das 2-0, weil Kane zu los ist und drüber schießt. Sané und Pavlenka ist da. Müller, Thomas Müller und drüber. Keita, Duksch, Kova, Kova, Abschluss, Cinma. Duksch, ja, Marvin Duksch, aber ich glaube, das war Abseits, oder? Ich glaube, das war Abseits. Gegeben, ja, Mann. Und jetzt, stopp, jetzt müssen wir sehr defensiv schieben, stopp. Stopp, 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 jetzt müssen wir sehr defensiv schieben. Letzten paar Minuten halten wir noch durch. 6 Minuten Nachspielzeit, Coman, Freistoß. Nein. Was ein Tor. Herr Coman macht Zeitspiel. Und da ist das 3-1. Wird gecheckt, aber Tor aberkannt. Okay. Okay. Ist schon über der Nachspielzeit drüber und damit ist das Spiel vorbei. Wir verlieren hier verdient mit 2-1 gegen die Bayern. Also ganz ehrlich, einen Punkt hätten wir uns hier auch nicht verdient. Wäre natürlich geil gewesen. Und Marco Grüll wechselt genauso wie in echt zu Werder Bremen. Das ist sehr, sehr schön. Das freut mich auch sehr. Und 140.000 sehe ich auch als zu wenig. 250, guck mal. 250 würden die annehmen. 250.000 haben oder nicht haben. Dann kann Rapp gerne gehen für 250. Guck mal, ich habe hier richtig viele Spieler gescoutet. Vincent Manuba. Die kann man halt auch in der U23 einplanen. Stark ist verletzt. Warte mal, Jung hat ja nicht sowieso irgendwie so ein Ding?
Der ist so eine Klausel, nicht? Bei 20 Spielen. Wie viele Spiele hat er diese Saison? 18. Also beim zweiten hat er doch dann einen neuen Vertrag. Wollen wir gar nicht verhandeln. Quatsch. Auf geht's gegen Freiburg. Müssen das Reihenspiel gewinnen. Jung. Mitte. Schmied geht zu Boden, aber Pocho. Ecke, okay. Romano Schmied. Mit der Ecke. Schlechteste Ecke, die ich irgendwie seit langem gesehen habe. Das ist ja krass. Schmied. Nochmal. Boah, und Atubolu mit einer starken Parade. Pavlo. Geht er zu Boden. Ist dann Elva gewesen. Gregoritsch. Oh, Pavlenka. Sehr stark. In die Mitte. Kovnatski. Kommt nicht ganz hin. Agu. Boah, der Atubolu hält schon wieder. Duxch. Pocho. Agu. Philipp! Oh, Philipp, Junge! Philipp mit so einer riesigen Chance. Komm, ein langer Ball auf Philipp. Der macht da nochmal einen rein. Cater. Duxch. Philipp. Philipp Kühn. Philipp Kühn! Nein! Der macht da richtig Alarm. Damit ist das Spiel vorbei. Wir spielen 0-0. Leider gelingt Philipp hier auch nicht mehr der Lucky Punch. Hat aber zwei echt gute Chancen gehabt. Mit dem Spiel 0-0. Das ist schon wirklich ziemlich peinlich. Nikolai Rapp verlässt uns. Tschüss, viel Spaß. Haben nochmal 220.000 durch den eingenommen. Mal gucken, was der Deadline Day noch so für uns übrig hat. Vincent Manuba wechselt auch noch im Sommer zu uns. Ablösefrei, ist Rechtsverteidiger. Wird wahrscheinlich überwiegend in der U23 zum Zuge kommen. Hat aber echt schon ordentliche Werte, ne? Also man muss sagen, der ist gar nicht mal so schlecht. Und vielleicht als Backup sogar schon direkt für uns interessant. An dem waren auch ordentlich Feinde interessiert. Kann er für 60.000 schon direkt holen. Wir holen Manuba schon direkt, dass wir einfach noch einen Rechtsverteidiger als Backup bei uns haben. Vielleicht können wir den ja noch leihen. Ey, so würden wir den theoretisch sogar kriegen. Ne, den Diomonde. Wir hätten mit Jung schon längst verlängern müssen. Jetzt hat er ein Angebot von Mainz. Chelsea hat das Leihangebot von uns angenommen. Ich weiß ja, bräuchten wir den noch? Eher nicht. Aber vielleicht ist er besser als Usun. Er ist halt überall besser als Usun. Wäre also schon nochmal eine starke Verbesserung. Vielleicht können wir Usun dann nochmal verleihen. Okay, Diomonde hat abgelehnt. Das heißt, Diomonde wechselt doch nicht zu uns. Das heißt, Usun müsst ihr auch wieder runternehmen von der Leihliste. Und so schnell zerschlagen sich auch Transfers am Deadline Day. Das ist krass. Und Jung hat verlängert bei uns. War jetzt letztendlich ein Panikangebot, weil wir ihn unbedingt halten wollten. Aber er hätte beim nächsten Spiel wahrscheinlich dann verlängert. Außer er hätte vorher das Angebot von Mainz angenommen. Aber Jung ist ein solider Linksverteidiger. Und die Baustelle machen wir uns jetzt nicht normal auf, weil er bei uns auch mal ganz gut war, ne? Und damit haben wir echt einen ganz guten Kader für die nächsten Spiele. Damit ist der Deadline Day vorbei. Jetzt hier gegen Mainz 05. Wir gehen vorsichtig rein. Und ich würde sagen, wir simulieren das Ganze mal. 3-1 gewonnen. Wir gewinnen mit 3-1 gegen Mainz 05. Amos Pieper, Lukas Roman und Jens Stay machen die Tore. Sehr, sehr schön, sehr, sehr wichtig. Und damit sind wir jetzt Achter, weil alle über uns gewonnen haben, bis auf Union Berlin. Okay, Kenan Jusic wechselt in der nächsten Saison zu uns. Sehr gut, sehr schön. Und damit haben wir eigentlich unser Torwart-Trio für die nächste Saison dann mehr oder weniger fix, ne? Also Pavlenka etc. und Jusic. Und Backhaus wird dann nochmal verliehen. So, nun gegen Heidenheim. Wir gewinnen mit 2-0. Romano Schmied und David Kovnatski machen die Tore. Ist Philipp reinkommen? Natürlich wieder nicht. Jetzt gegen Köln müssen wir eigentlich auch Punkte holen. Wir simulieren das Spiel. Ja, Mann! Wir gewinnen gegen Köln mit 2-0. Naby Keita und David Kovnatski mit den Toren. Und damit sind wir jetzt Fünfter. Ich würde sagen, so gehen wir rein gegen Darmstadt. Auf geht's. Nächsten drei Punkte eintüten. Vamos. Jinma. Und Jinma 1-0. Sehr stark. Wird gecheckt, aber wird ja eigentlich so nahezu jedes Tor. Es zählt. Sehr stark. Zweite Minute. Pieper, Stay. Stay mit einem richtig geilen Chipball und Jinma mit der Direktabnahme. Logisch mit dem Freistoß. Justin Jinma, Romano Schmied. Jinma und 2-0 Justin Jinma. Doppelpack hier. 10. Minute. Unglaublich. Stay. Und Naby Keita 3-0. Junge, 15. Minute. Ja, alter Mann. Zur Halbzeit steht es hier 3-0. Darmstadt eigentlich ohne reelle Chance. Und es kann gerne so in der zweiten Halbzeit weitergehen. Wir führen 3-0. Wollen wir mal Philipp bringen? Wir bringen mal Philipp, komm. Philipp Kühn kriegt hier seine Chance gegen Duxch. Kühn? Philipp! Philipp mit seinem ersten Bundesliga-Tor! Das muss zählen. Ey, das muss zählen. Aberkannt. Ey, Mann, da macht Philipp so ein schönes Tor. Da macht Philipp so ein schönes Tor, dann zählt das nicht. Och Mann, ey. Skandal! Alles Scheiße kann wer reden. Und Pfeiffer Anschlusstreffer.
3-1. Und wir gewinnen mit 3-1. Schade, dass das Tor von Philipp nicht gezählt hat. Aber Philipp wird früher oder später auch noch sein erstes Bundesliga-Tor machen, bin ich mir sicher. Und das war schon ein guter Auftakt von ihm. Jetzt gibt uns der Vorstand sogar eine 1+, die Fans eine 1+. Und die Kaderatmosphäre ist exzellent, sowie die Unterstützung für den Trainer auch gut ist. Also wirklich top alles hier. Jetzt auswärts gegen Hoffenheim. Zum Abschluss hier nochmal 3 Punkte holen, das wäre sehr top. Und wir gewinnen mit 2-1. Felix Agu macht ein Tor und Akpo Guma macht ein Eigentor. Marvin Ducksch verschießt zwischenzeitlich auch nochmal einen Elfer. Akpo Guma verschießt auch nochmal eine Elfer. Also ein sehr aufregendes Spiel. Philipp Kühn wurde leider wieder nicht eingewechselt. Hat jetzt bei uns 2 Bundesliga-Einsätze. Aber der wird sicherlich noch genügend spielen bei uns und wird sicherlich auch nochmal das ein oder andere Tor machen. Wir haben 5 Spiele in Folge gewonnen. Ist sehr, sehr stark und sind jetzt aktuell 5. haben 43 Punkte, haben 5 Punkte Vorsprung auf den 7. Der 4. ist Köln mit 1 Punkt mehr. Also da wollen wir dann in der nächsten Folge dran anknüpfen an die Leistung heute und womöglich auch auf den Champions League Platz springen. Mal sehen, wo wir noch dann am Ende der Saison landen. Aber haben auf jeden Fall schon mal heute einen guten Schritt nach vorne gemacht. Darauf kann man aufbauen und dann in der nächsten Folge die letzten Spiele voraussichtlich. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Bis dahin und ciao, ciao. We'll be right back.